Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. 100 Packs an der Zahl habe ich heute wieder am Start. Bevor ich aber gleich mit den Packs anfange, gebt mir bitte 2 Minuten eurer Zeit, bevor es losgeht. Ich möchte euch etwas vorstellen. Das richtet sich an alle, die gerne beim Zocken sich ein paar Nüsse reinhauen, Knickknacks, M&Ms oder sonst irgendwas. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr zockt, knallt ihr euch da die Hand in die Schüssel, habt total klebrige, krümelige Finger, ihr versaut euch euren absolut schicken Controller, eure Tastatur und so weiter. Es ist ein kleines Werbevideo jetzt am Anfang. Geht relativ schnell, die Firma Snagger. Ich halte es einfach in die Kamera. Es geht mega schnell, ist ein mega geiles Produkt. Da sind jetzt gerade aktuell Knickknacks drin. Da kommt manchmal eins raus, da kommen manchmal mehr raus. Knickknacks sind ein bisschen größer. Ist eigentlich dafür gedacht, du kannst dir das in der Hand hauen, oder? Saubere Hände. Finde ich so mega geil. Jetzt muss ich einfach mal ein bisschen hier rumkrümeln, während ich das Video aufnehme. Ich finde das Produkt mega geil. Die haben mich vor kurzem angeschrieben und haben gefragt, ob ich das mal testen will. So sieht die Verpackung aus. Mega hochwertig, made in Germany. Die Firma kommt aus Zwickau. Ich verlinke euch dieses Teil in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr ein deutsches Unternehmen mit einer mega, mega geilen Idee. Ich habe in meinem Freundeskreis mal so ein bisschen gefragt. Da sind einige dabei gewesen, die das richtig geil finden. Eine mega geile Idee. Es gibt auch ein YouTube-Video. Das kann ich euch auch mal noch mit verlinken. Könnt ihr euch mal angucken. Das kannst du selbst in deine Mittelkonsole schmeißen. Als Autofahrer hin und her. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Wie gesagt, funktioniert astrein. Und ist eine wunderbare Sache. Unterstützt die Firma Snagger aus Zwickau. Der Link, das möchte ich dazu sagen, es ist ein Affiliate-Link. Ich kriege eine klitzekleine Provision dafür. Das dazu, das wollte ich euch einfach vorstellen, weil das ist wirklich zum Gamen. Wenn du keinen Bock hast auf diese dreckigen Finger, Krümel, fettig hin und her und so weiter. Das wollte ich euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich finde die Idee mega cool. Gibt es erst seit September, wenn ich mich nicht irre. Das war es jetzt schon wieder von dieser klitzekleinen Vorstellung. Danke für eure Geduld. Und jetzt geht's mit dem 100er Apex Legends Pack Opening weiter. So Leute, jetzt geht's los mit dem Pack Opening. Wie immer, ich kommentiere nicht alles, nur das, was wirklich interessant ist, damit sich das Video nicht unnötig in die Länge zieht. Und bam, schon haben wir. Ach nee, das ist so ein legendäres Gedöns gewesen, was ich schon, ein legendäres Pack war das, glaube ich. Genau, was haben wir hier? Einen legendären Caustic Skin. Meine Stammzuschauer wissen, ich hasse Caustic, aber ich muss auch dazu sagen, Caustic hat für die ganzen Legenden, meiner Meinung nach, die geilsten Skins. Das ist einfach Fakt. Ich höre überhaupt gar nicht, was hier los ist. Findest du so ein bisschen den... Wow, einen schönen Loba-Skin. Das war auch noch so ein legendäres Pack. Auch sehr, sehr schön. Weiter geht's. Ich muss darauf achten, dass ich bei 90 Pause mache. Ich will nämlich wirklich nur 100 Packs öffnen. Nur ist geil. Ich habe jetzt gerade, seht ihr ja selber, 90 Packs. Okay, was haben wir hier? Ein Bannerframe für wen ist denn der? Für Gibby. Okay, rüsten wir gleich mal aus, weil Gibby spiele ich mittlerweile etwas öfter. Ich habe immer noch die ganzen Knickknacks im Mund. Das ist so geil. Und ich habe schon wieder irgendwas Goldenes. Ich mag den Snagger. Das ist so ein geiles Ding. Meine Fresse. Mein Problem beim Snacken ist, ich mache alles immer viel zu schnell. Alle. Ich habe keine Disziplin. Oh, ich komme langsam so in diese Richtung, wo man echt extrem viel Crafting-Metall sammelt, weil ich habe so viele verdammte Packs schon geöffnet. Aber ich muss sagen, auch wenn ich 2 Erbstücke habe, ich habe erst 1 gezogen, 1 gekauft, das war das Octane-Event. Aber ich habe noch nie Erbstücksplitter gezogen, noch nie. Es wird langsam mal Zeit. Könnt ihr gerne wie immer mal reinschreiben in die Kommentare. Welches ist euer Erbstück, also das Erbstück eurer Wahl, was ihr, wenn ihr jetzt an meiner Stelle wärt, kaufen würdet oder euch ziehen würdet? Unter der Voraussetzung, dass ihr Octane und Lifeline schon habt. Habe ich gesagt, dass ich Lifeline hatte? Ja. Hm. Ich
übrigens mein zweites 100er Pack Opening in Season 6. Wer das erste noch nicht gesehen hat aus Season 6, ich mache ja mindestens eins pro Season. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Oh fuck, es ist echt viel Crafting. Ups, Entschuldigung, Material. Das ist halt das. Daran erkennt man, dass man schon verdammt viel hobbylose Packs geöffnet hat. Krass, krass. Also ich war, bevor ich das Pack-Opening angefangen habe, bei 8000 und ein paar zermehrte Crafting-Metalle. Und ich muss gucken, dass ich ja nicht die 100 Packs weg habe. Also quasi, wenn nur noch 90 dastehen beim Counter. Wie viel da dazugekommen ist, ich weiß gar nicht. Wie viel war das in so einem kleinen 250? Es waren nur 30 in Blau, okay. Waren es nur 30? Ich dachte, es waren ein bisschen mehr. Oh, da ist wieder was Goldenes. Ich sehe gerade, ich müsste mal die Kamera noch ein bisschen drehen. Wow, ein Havoc-Skin. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Ich konnte den Goldenen, den ich hauptsächlich drin habe, oder den Frankenstein-Skin aus dem Halloween-Event 2019, ich kann langsam nicht mehr sehen. Ah, sind wir noch nicht so optimal. So ist... Ja, ich habe eine neue... Habt ihr bestimmt mitbekommen, ich habe eine neue Facecam, also ein neues Muster mir reingemacht. Das ist noch nicht ganz ideal eingestellt. Was ist mit dem kleinen? 5 oder 15? 15, okay. Sind wieder dreimal Herstellungsmetalle wetten. Mit Ansage, geil. Oh Gott, das sind alleine quasi 90 gewesen. Oh, das ist was Episches, sehr schön. Etwas Episches. Ernsthaft. Echt, das ist episch. Okay, gefällt mir gar nicht. Ich werde hier eine Menge unkommentiert lassen können, wie ihr feststellt. Was will man noch groß erzählen? Oh, Crafting-Metall. Oh, Crafting-Metall. Ist natürlich geil, wenn eine neue Season kommt und du findest irgendwas so richtig toll, keine Ahnung, oder aus einem Event, wenn du es mit Crafting-Metallen bezahlen kannst, dann kannst du sagen, okay, das 1800, 2400, kein Problem, bezahle ich. Aber wie schnell ist das Crafting-Metall dann auch weg? Da kannst du dir von meinem Stand jetzt circa wahrscheinlich 9000, 2, 4, 6, 8, kannst du dir 4 legendäre Sachen so craften, ungefähr. Vielleicht 5, wenn auch ein Waffenskin dabei ist. Und dann ist auch schon wieder Ritzer. Ich glaube, Skins für eine Legende waren 2, 4 und waren eine Waffe bei 1800. Vielleicht verwechsel ich das auch. Ne, die 1800 waren, glaube ich, die Zahl für die Coins, die du bezahlst. Für so einen legendären... Oh, da haben wir doch mal wieder was. Warum? Der sieht richtig nice aus. Ich mag nur einfach die Eva 8 nicht. Aber leck mich. Ich meine, klar, man spielt sie ab und zu mal, wenn du nichts anderes findest. Boah, der sieht echt nice aus. Ich bin ja bis heute einer der wenigen wahrscheinlich, die sich noch nie alle Skins von den ganzen Waffen angeschaut haben. Man kann ja im Menü unter den Waffen kann man sich ja alle Skins angucken. Das habe ich bis heute noch nie gemacht. Flüchtig bei bestimmten Waffen, aber nie so, weil ich mich immer in so einem Pack-Opening überraschen lassen. Ihr habt es ja gerade selber gesehen, meine Reaktion zum Eva 8 Skin. Den habe ich noch nie gesehen vorher. Der sah geil aus. Sowas überrascht mich dann halt. Und das finde ich cool. Aber vielmehr würde mich jetzt wirklich es überraschen, wenn ich Erbstücksplitter ziehe. Zweimal Metalle. Sag ich doch. Das überrascht mich jetzt wirklich nicht mehr. Es ist tatsächlich so, irgendwann hast du alles was Legendäres. Und so viel an Packs dir schon reingezogen, dass du nur noch Crafting-Metalle ziehen kannst. Das ist tatsächlich so, naja, ja, ja, ja. Ich sag mal, wenn man den Battle Pass Skin von
Season 5 hat meiner Meinung nach bis jetzt der geilste Wingman-Skin. Also wenn man den voll gelevelt hat auf Stufe 110. Von mir aus auch der 100er, der sieht auch sehr geil aus für die Wingman. Ist ja der gleiche, bloß ein bisschen Recolor-mäßig. So, wir sind jetzt bei mit Werbeanfang 2 Minuten. Sind wir jetzt bei 10 Minuten Laufzeit circa fürs Video. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie viele Packs ich schon geöffnet habe. Jetzt muss ich mal gucken. Och, wir haben noch 59 vor uns. Die restlichen Packs werden in Season 7 geöffnet, das sollte klar sein. Und das Halloween-Event steht ja auch an. Das startet direkt nach dem Aftermarket Collection Event. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, die Skins habe ich schon gezeigt, die meisten im letzten Video. Aber auf welche Art und Weise man die sich kaufen kann oder vielleicht auch mal endlich ein bisschen mehr freischalten kann, aber brauche ich wahrscheinlich nicht hoffen. Das Recolor vom Halloween-Event übrigens von Gibby und von Caustic, die sind allererste Sahne. Muss ich mal sagen. Oh, 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 was ist hier los? Also Lex in einem Pack-Opening hatte ich auch noch nie. Aber Stand jetzt, wenn ihr das Video seht, ist vielleicht für das Aftermarket Collection Event endlich mal ein Patch rausgekommen. Und ich mache das Pack-Opening gerade, wo der Patch an einem Sonntag noch nicht draußen war. Okay, episch war quasi 200. Ich hatte es nicht mehr im Kopf, ich vergesse das. Ich glaube, die goldenen waren 300 oder 600. Habe ich mir nicht gemerkt. Die goldenen Packs habe ich noch nie so oft gezogen. Sagen wir so 11.000, 12.000 Crafting-Metalle werde ich nach dem Opening wahrscheinlich haben, könnte ich mir vorstellen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, was ich mir mal abgesehen von Erbstücksplittern, die wollen ja alle immer haben. Was ich mir gerade für einen schönen Skin wünschen könnte, weil wie gesagt, viele kenne ich nicht. Aber ich habe gerade auch keinen im Kopf, wo ich sage, spielst du, weil die meine Main-Charaktere, da habe ich die interessantesten Skins, würde ich behaupten. Und waffentechnisch, da müsste jetzt schon was für die G7 oder für die Flatline kommen. Aber aktuell, ja. Aus den Standard-Packs, die ersten drei waren es, glaube ich, waren ja legendäre Packs. War jetzt nicht so der Reißer dabei. Aber der Eva-Skin, der sieht wirklich ultra geil aus. Ein Charme. Naja. Ich gebe ganz wenig Wert auf die Waffencharms. Ich achte da gar nicht drauf. Ich müsste mal wieder meine Waffen so ein bisschen mit den schönsten Charms ausrüsten. Aber ich achte da extrem wenig drauf. Und mir fällt gerade ein, vom Aftermarket Collection Event muss ich mir mal noch ein paar Skins zulegen. Habe ich eigentlich auch ein Event Pack Opening mir überlegt, ob ich alle Packs öffne und dann das Caustic Erbstück kassiere. Aber es sind halt auch wieder einige Skins dabei, die mir überhaupt nicht gefallen. Und dann spiele ich Caustic nicht mal, obwohl ich die Skins und das Erbstück ja mega, mega geil finde. Aber das ist herausgeschmissen. Episch und? Ach komm, doch nicht immer diese Frames. Für wen ist denn das? Bloodhound? Ja. Nee, wirklich nicht. Warum die Rahmen? Das ist so ein... Das ist für mich nur ein Platzhalter. Ach, so, bei meinem Glück, es sind noch 32 Packs, die ich öffnen möchte. So viel Disziplin muss sein. Ich werde wieder keine Erbstücksplitter ziehen. Ich sehe es schon.
finde die Animation von dem Pack so geil, wie die da einfach so total verpeilt sieht das aus, da am Bildschirmrand wieder rauslaufen. Das jetzt nicht. Boah, das ist ja wirklich... Also wenn du eine Schneemap hättest, wirklich, wo viel Schnee ist, und ich meine jetzt nicht das Epizentrum vom World's Edge, dann wäre dieser Skin extrem von Vorteil. So wie der aktuelle Lifeline-Skin aus dem Aftermarket-Event. Dieser dunkle für Kings Canyon After Dark, ein absolut kranker Skin. Und hier so ein komplett weißer von Bangalore. Auf einer reinen Schneemap, das wäre finster. Da siehst du nicht viel. Kann ich mich kaputt lachen? Puck, weg ist es. Also wenn ich schätzen müsste, wie viele Packs ich schon geöffnet habe, ich bin bestimmt schon so bei... Boah, Gott, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Wahrscheinlich so zwischen 600 und 800. Das ist eine Menge Holz. Über was ich mich noch freuen würde, wäre vielleicht mal ein Finisher für die ein oder andere Legende. Da gibt's, weiß ich nicht, die sind wirklich extrem selten in den Packs. Episches. So, Ladies and Gentlemen, wir nähern uns der Top 10 oder den letzten 10. Top 10? Wie komme ich auf den Blödsinn? Komm, komm, komm. Ich habe übrigens irgendwo auf Twitter letztens was gesehen, ein Bild, ich weiß nicht, ob das eine Fotomontage war, das Coins, Apex Coins im Pack gehabt. Hat jemand tatsächlich das Glück von euch schon mal gehabt oder war das tatsächlich nur ein Fake? Irgendeine Montage, da stand glaube ich irgendwas mit seltenstes Pack. Für mich ist das seltenste ein Erbstück. Oh ja, mal nochmal so was Weißes. Das seltenste ist für mich ein Erbstück und da hast du die Coins halt so gesehen, einem gewissen Coin-Wert halt. Aber ich glaube, es war ein Fake. Aber falls das tatsächlich, ob es das tatsächlich gibt, das würde mich mal interessieren, ob da jemand von euch die Erfahrung schon mal gemacht hat. So, die letzten 10. Nee. War leider bis jetzt irgendwie nicht so schön, wie ich gehofft habe. Na gut, ich habe das meiste halt schon, ja, das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und wenn es dann in Season 7 das nächste Pack-Opening gibt, dann ist es ja so, dann ziehe ich wahrscheinlich auch die meisten Sachen gleich für die neue Legende. Weil man das meiste eben schon hat. Letzten 4. Oh, da ist doch nochmal was Legendäres dabei. Ein Finisher, jawoll, als wäre es mit Ansage. Ja, ich spiele ihn ja mittlerweile ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob ich den anderen besser finde, den ich hatte oder hab. Ich finde immer noch den mit Wraith am besten, wo sie den so niederboxt und ab ins Portal. Das ist jetzt noch der Höhepunkt des Pack-Opening-Videos, ohne Scheiß. So kurz vor Schluss ziehe ich noch einen Mosambik-Skin. Die sehen natürlich auch allesamt richtig geil aus, die legendären, aber es ist einfach verdammt nochmal die Mosambik. Der sieht geil aus, ich werde ihn ausrüsten. Seitdem die 4 Schuss hat, ist die auch ganz geil. Und welcher Finisher natürlich auch sehr geil ist, von Rampart, wo sich Sheila so aufstellt.
Und dann dieses Bam. Finde ich mega geil. Okay, Ladies and Gentlemen. Na, wir schalten mal um. Finde ich als Abmoderation noch viel, viel besser. Das soll es mit meinem 100er Pack Opening Video schon wieder gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen. Ich habe es euch ja nun vorgestellt, diesen Snagger. Was ihr davon haltet. Ich finde dieses Produkt mega geil. Ich habe immer noch saubere Finger. Total geil. Wie gesagt, lasst dem Video einen Daumen da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Link in der Videobeschreibung, wie gesagt. Unterstützt die Firma, unterstützt mich ein bisschen, würde ich mich sehr drüber freuen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.